Wie? Wir begrüßten den Sturz Allendes. Oh, es entsprach unserem Wunsch. Was not done against our preference. I don't think what we did made it. Wie wir es getan haben, war nur im Hinblick auf die öffentliche Meinung ein Fehler. Allende auszuschalten war meiner Meinung nach kein Fehler, auch wenn mir viele da nicht zustimmen. Rechtfertigt dies die Vereitelung einer demokratischen Wahl? Nein. Und rückblickend betrachtet, glaube ich, dass es falsch war. Allende, es war falsch. Der Yom Kippur-Krieg bricht im Oktober 73 aus. Mit dem Überraschungsangriff Ägyptens und Syriens gegen Israel hat im Weißen Haus keiner gerechnet. Der Konflikt versetzt die sowjetischen und amerikanischen Nuklearstreitkräfte in Alarmbereitschaft, zum ersten Mal seit der Raketenkrise in Kuba 1962. Die Nacht, in der die Sowjets 10 ihrer 12 paramilitärischen Einheiten mobilisierten und Atomwaffen durch den Bosporus schifften, um uns dann mitzuteilen, dass sie in Ägypten hoffentlich mit uns, wenn nötig, aber auch ohne uns intervenieren würden, habe ich alles sehr spannungsgeladen in Erinnerung. Brezhnev teilte uns damals in einem Brief mit, dass er mit oder ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten sowjetische Truppen in den Nahen Osten entsenden wolle. Und auf diese Herausforderung glaubten wir, energisch reagieren zu müssen. Ich kann mich noch genau an das Schreiben erinnern, weil ich es als Erster las. Nachdem wir es gesehen hatten, wurde beschlossen, die Verteidigungsbereitschaft um, ich glaube, eine Stufe zu erhöhen. Diese Entscheidung wurde im Wesentlichen von Henry, Alexander Haig und dem Verteidigungsminister getroffen. Wir stellten die Verlegung sowjetischer Atomwaffen in den Nahen Osten fest und wollten unserer Besorgnis darüber Ausdruck verleihen. Kissinger kam zu dem Schluss, dass sich die Reaktion der Vereinigten Staaten nicht auf Worte beschränken dürfe. Wir haben die Aufzeichnungen von Brezhnevs Protokollführer, worin Brezhnev sagt, erzählen wir ihnen, dass wir Truppen entsenden werden. Einer seiner Generäle sagte darauf, ja, aber wir können gar nicht. Worauf er erwiderte, das macht nichts, sagen Sie es einfach. Für Sie war es in erster Linie ein Bluff. In internationalen Angelegenheiten dieser Größenordnung darf man jedoch nicht davon ausgehen, dass es sich um einen Bluff handelt. Alle, die wir an diesem Abend im Lagebesprechungsraum saßen, auch Dr. Kissinger und ich, glaubten energisch reagieren zu müssen. Wir waren der Ansicht, die Sowjets würden sonst denken, die Vereinigten Staaten könnten überhaupt nicht reagieren. Ich glaube, dass Nixon in dieser Nacht nicht in der Lage war, Entscheidungen zu treffen. Nixon trank. Nicht viel. Aber er gehörte zu jenen, bei denen ein Drink mitunter ausreicht, um sie außer Gefecht zu setzen. Und manchmal trank er eben. Einer meiner Kollegen stellte Kissinger die Frage, ob der Präsident an jenem Abend betrunken gewesen sei. Und Kissinger antwortete nur, kein Kommentar. Haig ging zu Nixon und kam mit der Genehmigung zurück. Nixon war also bei dieser Besprechung nicht dabei. Aber mein Eindruck war, dass er seine Zustimmung gab und die Verantwortung dafür übernahm. Sie stimmten gemeinsam darin überein, so vorzugehen und den Präsidenten am nächsten Morgen zu informieren. Es hieß, Haig, der Stabschef war, hätte zu Nixon gehen können, aber ich glaube, er wusste, dass Nixon nicht fähig war zu handeln. In ihren Augen war es daher so, dass sie die Verantwortung für die Entscheidung übernahmen. Der Präsident hatte im Prinzip zugestimmt, aber er hatte die Entscheidung nicht selbst getroffen. Die Verteidigungsbereitschaft heraufzusetzen, ohne den Präsidenten zu konsultieren, wäre unter normalen Umständen undenkbar gewesen. Hier ist es passiert. Schlesinger wies die Stabschefs sogar an, keine direkten Anrufe des Präsidenten anzunehmen und ohne die Genehmigung des Verteidigungsministers auch keine weiteren Schritte zu unternehmen. Sie hatten in jener Nacht kein Vertrauen in Nixons Urteilsvermögen.
They didn't trust Nixon's judgment that night. In Situationen, in denen die politische Autorität wankt, ist es in einer Demokratie unerlässlich, dass sich das Militär nach verfassungsmäßigen Richtlinien verhält. Es ist eine verfassungsrechtlich delikate Frage in der amerikanischen Politik, weshalb auch niemand gerne darüber spricht. Meiner Meinung nach gab es jedoch einen kurzen Zeitraum, in dem Entscheidungen in verfassungswidriger Weise gefällt wurden. Der Präsident bestätigte die Entscheidung zwar am nächsten Morgen, in jener Nacht getroffen hatte sie jedoch nicht. Nixon wird mit großer Mehrheit für weitere 4 Jahre ins Präsidentenamt gewählt. Er wird jedoch von einer Affäre eingeholt, die in den politischen Kreisen und von der Presse zunächst als unbedeutend eingeschätzt wurde. Alles begann ein Jahr zuvor, in der Nacht zum 17. Juni 1972. 5 Einbrecher werden im Watergate-Gebäude, dem Hauptquartier der Demokratischen Partei, festgenommen. Die Polizei findet heraus, dass sie Verbindungen sowohl zum Weißen Haus als auch zum Komitee für die Wiederwahl Richard Nixons haben. Die CIA hat den Pseudo-Einbrechern technischen Beistand geleistet. Ein unbedeutender Einbruchsversuch, so der Sprecher des Weißen Hauses. Er trug diesen kleinen Dämon in sich, der den meisten Menschen zutiefst misstraute. Es fiel ihm daher immens schwer, derlei Impulse zu unterdrücken und sich nicht zu Aktionen wie Watergate hinreißen zu lassen. Der misslungene Einbruch wird zur Staatsaffäre. 2 Journalisten der Washington Post, Carl Bernstein und Bob Woodward, wollen sich mit den Ergebnissen der offiziellen Ermittlungen nicht zufrieden geben. Mit Unterstützung ihres Chefredakteurs Ben Bradley, dem ehemaligen Berater John F. Kennedys, beschließen sie, der Sache auf den Grund zu gehen. Niemand hielt Watergate für möglich. Alle sagten, wozu zum Teufel sollte der Präsident 4 maskierte Banditen, die kein Englisch sprechen, mit Walkie-Talkies ausgerüstet, mitten in der Nacht losschicken? Keiner konnte das glauben. Man war der Meinung, die Washington Post sei so sehr gegen Nixon, dass sie alles tun würde, um ihn zu Fall zu bringen. Bradley, so sagten sie, wolle seinen verstorbenen Freund hochhalten. Ich konnte es nicht fassen. Ich konnte nicht fassen, dass sie dies taten und dachte, dass es irgendjemanden, irgendein krankes Hirn geben musste, das sich all dies ausdachte. Irgendjemand Verrücktes, der für Nixon arbeitete. Es klang wie ein Märchen, dass eine Bande Amateurspione im Weißen Haus sitzen sollte. Nixon lag so weit vorne. Warum also? Es war nicht nötig, jede Stimme zu gewinnen. Er würde mit überwältigender Mehrheit siegen. Keiner glaubte es, vor allem nicht die anderen Zeitungen. Und die ersten 6 oder 8 Monate berichtete fast nur die Washington Post darüber, trotz der Materialfülle, die uns vorlag. Als ich von der Watergate-Affäre das erste Mal hörte, nahm ich sie nicht sehr ernst. Und mir wurde auch gesagt, ich solle sie nicht sehr ernst nehmen. Dann weitete sie sich immer mehr aus. Aber bis zum März 1973, fast ein Jahr später, betrachtete ich das Ganze nicht ernstlich als eine schwere Krise. Kissinger war ein Anhänger Nixons und weigerte sich viel zu lange, den Beweisen gegen Nixon zu glauben. Ich meine, jeder mit wirklichem Einblick ins Weiße Haus muss gewusst haben, dass etwas faul war. Ich glaube nicht, dass Nixon ihn vor dem bitteren Ende ins Vertrauen gezogen hat. Vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, aber ich denke nicht. Nixon erzählte seinen Untergebenen und Kissinger dasselbe, was er der Öffentlichkeit erzählte, nämlich, dass alle Anschuldigungen falsch seien. Wir besaßen also kein Insiderwissen. Ich muss sagen, es war sehr demoralisierend, im Weißen Haus zu arbeiten und die Regierung und den Boden unter unseren Füßen langsam in sich zusammenfallen zu sehen. Ich schätze, ich habe erst davon erfahren, als es bereits zu spät war. Der Präsident hatte mich informiert und mir versichert, dass er in keiner Weise in diese Geschichte verwickelt sei. Mitten in der Watergate-Affäre ernennt Nixon Gerald Ford zum Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten.
Er löst Spiro Agnew ab, der des Steuerbetrugs bezichtigt, zurückgetreten ist. He said to me, on more than one occasion, bei mehr als einer Gelegenheit sagte er zu mir, Jerry, wie könnte ich etwas mit Watergate zu tun haben? Er leugnete jegliche Beteiligung und ich glaubte ihm. Nixon verlor die Nerven. Es war eines der wenigen Male in seiner Präsidentschaft, dass er die Nerven verlor. Er bat mich, die CIA-Akten aus dem Verteidigungsministerium zu entfernen und durch eine Notiz mit dem Wortlaut auf Anordnung der CIA entfernt zu ersetzen. Das hätte einen direkten Fingerzeig auf die CIA in der Watergate-Affäre bedeutet. Ich schlug ihm die Bitte ab und er bat mich kein zweites Mal darum. Als ich erkannte, dass die CIA darin verwickelt war und dass das Geld der Einbrecher aus der Kasse des Komitees zur Wiederwahl des Präsidenten stammte, wusste ich, dass es etwas sehr, sehr Ernstes war. Als wir dann noch erfuhren, dass es Tonbandaufzeichnungen von allem gab, wurde uns die Tragweite des Ganzen bewusst. Ich ging zu Nixon und sagte, Mr. President, wir haben ein Problem. Nixon bittet Richard Helms, Druck auf das FBI auszuüben, damit die Ermittlungen über den Watergate-Einbruch eingestellt werden. Der Präsident hatte Anweisung gegeben, den FBI-Direktor aufzusuchen und ihm zu sagen, er solle die Ermittlungen einstellen. Und dieser Umstand war es, die Behinderung der Justiz, die seinen Rücktritt als Präsident der Vereinigten Staaten beschleunigte. Er erteilte den Befehl, die Macht der Regierung auszunutzen, um die Ermittlungen zu blockieren. Dabei hätte er eigentlich der oberste Gesetzeshüter des Landes sein sollen. Das konnte er nicht überleben. Ich war schockiert. Ich konnte nicht glauben, was geschehen war und wie man die Justiz behindert hatte. Die Watergate-Affäre und ihre Vertuschung waren völlig überflüssig. Das Ganze war nicht nur ungesetzlich, sondern politisch gesehen dumm. Nixon beging politischen Selbstmord, weil er den fatalen Fehler machte, die Sache zu vertuschen. Und ab da nahm das Ganze den Lauf einer griechischen Tragödie. Es musste so enden, wie es endete. Ich hielt eine Rede, ich glaube, über nationale Aussöhnung. Und einer von Nixons Anwälten kam am nächsten Tag zu mir und sagte, sind Sie wahnsinnig? Wir werden den größten Skandal erleben, den dieses Land je gesehen hat. Und da erst begriff ich, dass Nixon tatsächlich zurücktreten musste. In der letzten Nacht rief er Henry zu sich ins Weiße Haus und die beiden hatten ein langes Gespräch. Ich glaube nicht, dass er ihm bis dahin viel erzählt hatte. Ich ging zum Präsidenten und sagte ihm, dass es ungeachtet meines öffentlichen Standpunkts an der Zeit sei, sich zu überlegen, ob er wirklich so weitermachen könne. Er legte den Hörer auf und sagte, Al, ich habe die Präsidentschaft verloren. In a few moments, President Richard Nixon will address the American people, probably for the last time, as President of the United States. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.